Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen One Piece Update. Hab sehr Bock, denn wir sprechen wieder über die aktuellsten Kapitel von dem One Piece Manga. Letztes Jahr bin ich ja im Manga aktuell geworden, hab mit Wano den ganzen aktuellen Stand aufgeholt und jetzt gibt's natürlich nach einigen Wochen wieder ein Update von meiner Seite aus, wo ich über den aktuellen Arc spreche, also über Egghead und Vegapunk, das aktuelle Geschehen, wo ich gestern auch im Stream nochmal wieder 3 Chapter nachgeholt habe. Also ja, das letzte Jahr war auf jeden Fall ziemlich krass, was One Piece betrifft. Dementsprechend jetzt natürlich im darauffolgenden Jahr geht's weiter rein in das Ganze hier. Kann also sehr, sehr krass werden. Ich freue mich sehr auf die ganzen Sachen, die kommen. Ich mache das Ganze hier nicht jede Woche. Deswegen lernt das auf jeden Fall wertzuschätzen hier. Gibt nicht jedes Mal was zu One Piece. Aber ist natürlich auch so ein kleines Spezial hier alle paar Wochen mal. Wenn es euch gefällt, lasst mir ultra heftigen Support da. Einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich auch ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr von meiner Seite aus zu One Piece verpassen wollt. Also wie gesagt, wir haben den neuen Arc über Vegapunk, der ist jetzt schon einige Wochen zugange. Wir haben die Strohhüte, die auf Egghead Island landen und endlich Vegapunk treffen. Das war ja lange Zeit ein großes Geheimnis. Wie sieht der Typ aus? Ist der feindlich den gegenüber gestimmt oder ist er friedlich? Und das Ganze wird uns hier näher gebracht, denn er soll natürlich auch nun von der Weltregierung ausgeschaltet werden, da das Wissen der alten Geschichte auf keinen Fall ans Tageslicht kommen darf. Vegapunk hat sein Wissen hier in dem Arc auf 6 Körper sozusagen übertragen, die wir auch alle kennenlernen, also quasi so Art Cyborgs oder Klone. Wir bekommen unter anderem durch Flashbacks die alte Geschichte ein bisschen näher gebracht, beziehungsweise auch seine Verbindung zu Dragon oder den Revos, wie die gegründet wurden und was es auch mit dem Wissen von Ohara auf sich hat, wie das eine zum anderen geführt ist, was dann natürlich auch den Flashback von Robin betrifft. Die Technologie auf Egghead, was so ein bisschen futuristisch gehalten ist, stammt auch aus dem verlorenen Königreich. Das Ganze wird enthüllt. Ohara hatte das erfahren, was die vergangene Geschichte betraf und wurde dahergehend auch durch einen Buster Call damals vernichtet. Vegapunks Traum wird ebenfalls gezeigt, dass er allen Menschen den Zugang zu seinem Wissen verschaffen möchte. Unter anderem fragt er dann auch Ruffy, ob er ihn mitnehmen kann, dass er seinem Traum ein Stück näher kommen kann. Aber auch natürlich, weil die CP0 jetzt antanzt, um Vegapunk auszuschalten. Wir bekommen natürlich ein Rematch seit Enies Lobby von Ruffy und Luki, was ich ziemlich cool finde. Die treffen wieder aufeinander. Natürlich sollte das Powerscaling technisch kein Thema sein. Wir sind ja schließlich nicht bei Black Clover. Man kennt ihn, Clowns Nase. Luki ist emotional geladen und salzig auf Ruffy. Das fand ich übernice, die letzten Kapitel, dass der einfach mal so Marinebefehle missachtet und einfach schnurstracks auf ihn losläuft und ihn kaputt hauen will, aber natürlich keine Chance gegen ihn hat. Kizaru macht sich ebenfalls auf den Weg nach Egghead und man kann eigentlich von einem halben Sabaody-Archipel-Arc sprechen. Auch in Sentomaru kommt natürlich wieder vor. Deswegen, also, das finde ich ganz cool, dass man hier diese ganzen Charaktere oder diesen alten Vibe wieder mit reinbringen kann. Wie gesagt, Ruffy nutzt Gear 5 und auch die erwachte Form von Luki ist am Start, aber die bringt halt nicht viel gegen Ruffy, sollte klar sein nach seinem letzten Match gegen Kaido. Sentomaru ist auch am Start, wie gesagt, mit seinen Seraphim-Soldaten. Die Rangordnung der Kontrolle über einen Seraphim wird enthüllt, sodass die CP0 natürlich versucht, Sentomaru auszuschalten. Sentomaru ist positiv gegenüber Vegapunk eingestellt. Von daher ist das aktuell so, dass Sentomaru und die Strohhüte natürlich kein Groll gegeneinander hegen, was ich auch ganz cool finde. Da wird es halt interessant zu sehen sein, inwiefern
Kizaru zu Vegapunk eingestellt ist, weil meines Wissens nach waren Sentomaru und Kizaru auch connected, positiv gesehen. Von daher bin ich da mal gespannt, wie das aussehen wird, sobald Kizaru reinkommt und wie er in das ganze Schema reinpassen wird. Die CP0 schaltet also dementsprechend Sentomaru aus, weil in der Rangordnung steht er von der Kontrolle über die Seraphim-Dinger höher als die, die einfach nur so einen Kontrollchip haben. Dann bekommen wir einige Informationen über Teufelsfrüchte, dass beispielsweise auch die Gum-Gum-Frucht, wie sie lange betitelt wurde, dass es die gar nicht gibt und dass die Frucht von Ruffy halt die des Sonnengottes Nika ist. Und das ist natürlich eine Sache, die wir schon wussten, Ende Wano, aber das wird hier jetzt nochmal von Vegapunk näher definiert, als er die Kraft selber sieht, so mäßig. Vegapunk bestätigt, dass er nur künstliche Zoan-Früchte herstellen kann. Paramezia-Früchte braucht er die DNA des vorherigen Nutzers oder halt irgendwie aus dem Stammbaum der Nutzer von einer jeweiligen Paramezia-Frucht sozusagen, um das sogenannte Green Blood herzustellen, womit die Seraphim-Soldaten auch Paramezia-Kräfte nutzen können, was man ja in Form von dem Boa Hancock Seraphim sehen kann. Also die haben so Wassertankdinger an den Armen, wo eben dieses grüne Blut drin ist und damit oder darüber nutzen sie halt die Paramezia-Kräfte. Also das kann man nicht eins zu eins so klonen oder kopieren, wie das eben bei den künstlichen Zoan-Früchten der Fall ist. Und bei den Logia-Kräften ist man anscheinend bisher gescheitert. Die kann man wohl ganz schwierig kopieren. Auf jeden Fall ist das nochmal ein anderes Kaliber als die anderen beiden Typen. Ruffy macht Luki fertig, was natürlich offensichtlich war. Die Seraphims zeigen etwas Menschlichkeit im Falle von Hancock. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sie so ein bisschen diese Charakterzüge von der richtigen Boa hat. Was auf jeden Fall zeigen könnte, dass jeder von denen vielleicht etwas Menschliches noch in sich trägt, so mehr oder weniger. Aber mal sehen, ob man da noch näher drauf eingehen wird. Ich habe mich ja bei Wano Kuni sehr auf Oden-Flashback fokussiert, weil der heftig gecarried hat. Der war auf jeden Fall ein großes Highlight im letzten Arc. Wiederum sage ich also, dass der Kuma-Flashback bestimmt für diesen Arc hier gut das Highlight werden könnte. Ich denke, da kann man einiges mitmachen. Wir sehen jetzt, wie der wahre Kuma sich von den Revus zur Redline teleportiert und sich zur Weltregierung begibt. Warum? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Dazu bin ich zu wenig drin in dem ganzen Franchise hier. Aber da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Die nächsten Chapter können da auf jeden Fall ordentlich ballern. Auf Egghead soll sich ebenfalls noch ein Verbündeter befinden, von dem die Identität auch noch nicht bestätigt wurde. Er soll der Main-Truppe helfen, doch wenn er das machen würde, wenn er sie das machen würde, dann würde er ebenfalls gejagt werden. Also hier macht man auch noch so ein bisschen Geheimnis draus. Mal gucken, wer das sein wird. Vielleicht gibt es dann einen Plot-Twist. Mal sehen. Dann haben wir natürlich noch ein kleines Rematch zwischen Eki und Zorro, weil die Sunny angreifen und Zorro macht den natürlich genauso fertig wie Ruffy vorher Luki. Das war natürlich klar. Bonnie ist sehr sauer auf Vegapunk, da ihr Vater, also Kuma, nicht mehr normal gemacht werden kann. Also sie fragt ihn auf jeden Fall danach und er meint, okay, das geht nicht. Aber es gibt einen bestimmten Grund dafür und das wird ja wahrscheinlich wieder mehr in Richtung Kuma-Flashback gehen, den wir hoffentlich bald bekommen, der bestimmt ganz gut werden kann. Wir sehen beispielsweise auch voll random irgendwie Kids Crew bei Elban. Mal sehen, was da passieren wird. Das wird wahrscheinlich auch noch so seine Relevanz haben in Bezug auf diese ganzen Bücher von dieser vergangenen Geschichte, weil diese Riesen ja diese Bücher da rübergebracht haben mit dem Wissen und so weiter. Deswegen da auch mal gucken, was das betrifft. Und gegen Ende, jetzt natürlich mit den ganzen Pausen Anfang des Jahres, bekommen wir nochmal einen richtigen Berserker-Moment von Garp. Der bekommt nämlich den Auftrag, nach Egghead zu gehen, juckt ihn aber nicht. Er macht sich jetzt auf den Weg, Corby zu befreien, der ja von Blackbeard mitgenommen wurde, entführt wurde, als Geisel genommen wurde, wie auch immer man das sagen möchte, der natürlich jetzt als letztes gezeigt wurde, gegen Law. Ob der Kampf schon vorbei ist, keine Ahnung, vielleicht
passiert das alles gerade zeitgleich. Vielleicht ist das auch schon offscreen-mäßig abgehandelt worden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und könnte man vielleicht auch hingehen und sagen, dass Garp vielleicht eine Deathlag bekommt, dass er gegen Blackbeard reinscheißen wird und sterben wird, dass man dem Charakter Blackbeard als Antagonisten auch nochmal so ein bisschen Impact gibt, damit Ruffy auch einen richtig dramatischen Bezug dazu bekommt. Das würde ich übelst nice finden. Oder hat ja meines Wissens nach auch auf der Jump Festa irgendwas angekündigt mit, ich hoffe, dass der und der nicht sterben wird und der wird gegen den kämpfen. Deswegen mal sehen, vielleicht meint er genau das hier. Also würde ich sehr cool finden. Vielleicht ködert ein Blackbeard auch mit einem Corby sowas raus. Das sind auf jeden Fall Anhaltspunkte hier, die letzten Kapitel, die sehr vielversprechend sind. Ich finde One Piece carried gerade unnormal, was die Shonen-Manga betreffen, mit Jujutsu Kaisen. Ansonsten ist überall so ein bisschen tote Hose, finde ich. Aber ja, also es macht aktuell sehr Spaß. Ich bin froh, wieder das Ganze aufgenommen zu haben. Es ballert, es ist nice und ich freue mich sehr auf das neue Jahr, auf das jetzige Jahr eben, wo einiges passieren kann in One Piece. Und wir werden sicherlich oft genug noch über den ganzen Kram hier sprechen. Wir werden dieses Jahr, sollte der Anime mit seinem Pacing klarkommen, auch vermutlich Gear 5 bekommen. Habe ich auch sehr Bock drauf, Gear 5 im Anime zu sehen. Da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Ja, könnte ein cooles Jahr für One Piece werden. Wichtiges Jahr, ein informatives Jahr. Und ich bin sehr gespannt. Wir gehen auf jeden Fall rein, haben das Ganze aufgenommen. Wir sind zur Stelle. Let's go. Damit wäre es das von meinem kleinen Recap, meiner kleinen Zusammenfassung oder Update oder Meinung oder wie auch immer zu One Piece gewesen. Lasst mir, wie gesagt, gerne Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Support würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.